zu sehen, dass wir da mitmachen, oder? Ich meine, Viecher kloppen und so. Ich hier sage, ja, sie dann muss trainiert werden. Ach ja, Beamte und Tier und Soldaten. Wenn die sich unterhalten, das ist immer witzig. Ja, warten wir auf das Zeichen. Genau. Schenkt uns alles ein bisschen. Ungewöhnlich schnell voranzugehen. Ich finde die Viecher niedlich. Gut, ein bisschen groß für Eichhörnchen, aber sie sind süß. So. Oh, da ist der Opa. Ah, hier scheint. Das da scheint der Joker zu sein. Tagna, so heißen diese Viecher. Die gibt aber als Standard-Creeps, Standard-Viecher, aber sehr sehr viel später. So. Vielleicht sollte ich zum Jagdturnier schon mal ein paar Erklärungen bringen. Ach ne, jetzt kommen sie wieder alle geredet. Frag mich nicht, wie die da reingekommen ist. Ich habe keine Ahnung, aber naja. Also gut, Regeln erklären ist ganz einfach. Überall in der Stadt werden Monster freigelassen. Nicht so normale Zufallskämpfe, sondern Monster, die man sieht. Also die laufen da rum und ich muss sie einholen, ansprechen, dann kann ich gegen sie kämpfen. Für die Viecher gibt's Monster und, für die Viecher gibt's Monster, ganz genau. Für die Viecher gibt's Punkte und wer am Ende die meisten Punkte hat, gewinnt. Ist ganz simpel. Man hat da ein Zeitlimit. Und wie da steht, wir dürfen zwischen den einzelnen Vierteln wechseln. Und man kriegt dafür eine Trophäe und etwas, das man sich aussucht. Wenn sie dann gewinnt, gibt's Gil. Wenn Freya gewinnt, gibt's ein Accessoire. Und Vivi? Ja. Vivi ist ein wenig... Naja, sie dann halt, ne? Muss ich nichts zu sagen. Gut. Ja. Yeah. Einerseits gibt es dann diese Szene vermutlich. Ach ja, und jetzt kommt wieder Steiner der Sittenwacht. Gar nichts. Überhaupt nichts. Ja, was wünscht Vivi sich denn nun? Eine Karte. Eine Spielkarte. Es kann natürlich nur einer gewinnen und wir haben Einfluss darauf. Ja. Wer da wo startet, ist egal eigentlich. Also, normal über Punkte zu gewinnen, kann ich euch schon gleich sagen, ist saumäßig schwer. Da muss man sehr, sehr, sehr präzise und gekonnt jagen, nicht gerade meine Stärke. Da würde dann meistens Freya oder ein NPC gewinnen. Vivi jedenfalls nicht. Ich soll ins, wo war das? Einkaufsviertel? Nicht aufgepasst. Ne, Industrie, glaube ich. Egal, ich glaube, ich muss es eh nicht angeben. Jedenfalls, ja. Wir haben 12 Minuten Zeit. Und die 12 Minuten werden auch ablaufen, es sei denn, wir triggern ein Sonderevent oder sterben. Okay, Theaterviertel von Gaeta. Fakt ist, es gibt ab 4 Minuten 30 verbleibender Zeit ein Sonderevent. Diesen Riesen, den kann man dann bekämpfen. Das tut man mit Zidane und Freya zusammen. Wer dieses Viech tötet, das heißt, wer den tödlichen Schlag setzt, der gewinnt. Das kann man also direkt beeinflussen. Außerdem kann man von dem Viech, glaube ich, das eine oder andere klauen.
Und wenn man sie dann und Freya beide verrecken lässt in diesem Kampf, dann gewinnt Vivi. Und ja, das Problem ist, ihr habt gesehen, was das jetzt alles an Gelaber war, bevor ich das letzte Mal speichern konnte. Ich will das nicht alles mehrfach machen. Also wenn Freya gewinnt, dann gewinnt sie halt, man kriegt das Accessoire und fertig. Wenn sie dann gewinnt, das Geld, das ist nicht viel. Ich bin ganz ehrlich, das ist eine relativ krüppelige Menge. Finde ich persönlich ein bisschen kacke. Deshalb tendiere ich dazu, gegen das große Viech zu kämpfen. Achso, ja gut, und es gibt dann halt die Szene mit Zidane und Lily. Aber ganz ehrlich, das ist mir hier nicht wert. Das kostet hier zu viel Zeit. Dann schaut euch lieber auf YouTube, gibt es garantiert schon jemanden, der die ganzen Szenen mal gezeigt hat mit dem Emulator oder so, wo man das besser kann. Mal auf dem Emulator, ne? Im Kampf gegen den Zagner ein Safe State, dann lässt man sie verrecken, schaut sich die Szenen an, lädt neu, lässt sie dann gewinnen, fertig. Oder andersrum. Ja gut. Vivi, Publikum Sleeping. Und jedenfalls, also ich persönlich habe Freya schon ab und zu gewinnen sehen, weil ich es nicht geschafft habe oder so. Oder weil ich beim Zagner Pech hatte, mit dem nicht aufgepasst habe, mit dem tödlichen Angriff. Sie dann gewinnen ist halt relativ leicht und, sag ich mal in Anführungszeichen, Standard, weil es kommt einem wie das beste Ergebnis vor. Ich werde euch mal Vivi zeigen, einfach weil die Szene kenne ich selbst nicht. Sie wird bestimmt süß, wenn Vivi und Lily dann da zu, Verabredungen in Anführungszeichen haben. Und die Karte, weiß nicht, könnte vielleicht ganz praktisch werden. Fakt ist, ihr seht ja erstmal, was sie dann mit seiner neuen Waffe anrichtet und wie diese neue Art Waffen aussieht. Das habt ihr ja auch noch nicht gesehen. Das sind dann nämlich nicht zwei Messer, sondern eine große Stange mit zwei Klingen. Und diese Dinger sind ganz schön stark. Wir haben jetzt natürlich noch den Bestientöter drin, das muss man dazu sagen. Das heißt, wir haben die erhöhte Angriffskraft. Trotzdem, wenn man das so vergleicht mit dem, was die anderen machen, 180 war Steiner, glaube ich, mit Bestientöter. Kein Vergleich, ne? Das ist hier überall so, komm her, du Viech. Das ist hier überall diese festen Encounter gibt. Impliziert natürlich auch, dass es nur begrenzt viele gibt. Ich bringe jetzt erstmal einfach ein bisschen Zeit hinter mich. Da ich am Ende ja den Kampf über den Zagner entscheiden will, ist es eigentlich egal, was ich jetzt tue. Weil, wer den Zagner tötet, gewinnt. Und, wenn der Zagner stirbt, gewinnt Vivi, das ist gescriptet. Genauso könnte ich mit Zidane keinen einzigen Punkt machen, glaube ich. Wenn er den Zagner schlägt, also den tödlichen Schlag setzt, gewinnt er trotzdem. Und das ist halt auch dann das einzige Event, um wie man die letzten paar Minuten halt überspringen kann. Aber ihr seht die ganzen Sequenzen und so, das zählt alles mit. Ja. Deshalb sind die 12 Minuten gar nicht so lang, wie sie einem vorkommen. Und ihr seht, die NPCs sind hier nicht nur Zierwerk, die taugen was. Wolf, komm her. Du bist richtig viel. Diese Grimme sind relativ viele Punkte wert. Wenn er denn mal herkommt. Wie gesagt, es gibt ein paar Arten. Wie gesagt, es gibt irgendwo Listen mit den ganzen Encountern, welche wann kommen. Manche kommen auch nur bei bestimmten Bedingungen. Und wie man da am besten Punkte kriegt. Und es ist auch möglich, einfach ganz normal über Punkte den Sieg einzufahren. Aber die Gelegenheit, den Zagner zu beklauen, würde ich mir ungern gehen lassen. Das Schwierige ist halt, ohne Analyse kann man das Viech schlecht auf so wenig HP bringen, dass man es nur noch mit einem Schlag töten kann, falls die Zeit knapp wird. Das heißt, wenn man ganz großes Pech hat, ist man so mit dem Töten beschäftigt, mit dem Klauen beschäftigt, dass einem am Ende die Zeit ausgeht und dann keiner den Kill kriegt, weil das Viech immer noch lebt. Ist doch nicht ganz so klasse. Ist hier noch irgendwo? Ja, hier ist noch einer. Ich
wechsle dann gleich schon mal ins Theaterviertel. Weil, nee, Quatsch, im Theaterviertel bin ich, im Industrieviertel, so rum. Denn am Ende, 4:30, muss ich dann diesen, also ab 4:30 kann ich halt auf diesen Screen, also ich kann auch vorher schon, aber dann ist er da, da muss ich den dann neu betreten. Naja, eigentlich sollte ich auch gleich ins Einkaufsviertel gehen, ich meine, das kostet ja, braucht ja genug Zeit. Ihr seht aber halt, warum ich diese, die ihn leveln wollte, weil es ist ganz klar, dass man hier die Angriffskraft echt gut brauchen kann. Wenn man sich den Organik baut, ist es eh schon relativ sicher, dass man die Viecher alle mit, was, ein Punkt, wollte mich veralbern, ich will hier weg, dass man die Viecher mit einem Schlag tötet, weil das Ding halt mit 24 Angriffskraft eine sehr starke Waffe ist. Aber das Leveln kommt mir, wird mir halt beim Zagna sehr nützlich werden. Weil der echt nicht gerade leicht und ohne ist. Ich werde versuchen, den abzuschätzen und halt, wohl eigentlich, nee. Das ist das Schöne. Vivi gewinnen zu lassen ist eigentlich leicht. Man klaut mit Zidane und Freya tötet sich selbst und ja. Guckt halt, dass man Zidane irgendwie sich selbst tötet. Ich meine, selbst töten dauert ja nur einen Schlag. Ja. Na, der war gescriptet, den musste ich machen. Und deshalb ist es eigentlich relativ einfach, weil man nicht darauf achten muss, irgendwie mit den HP abschätzen. Du klaust, greifst nicht an, außer dich selbst, dem hast du gegessen, früher oder später. Und ich mache die Musik hier. Oh. Dass man hier bei den normalen Kämpfen stirbt, ist übrigens. Ist natürlich ein Ausscheidekriterium, dann gewinnt Freya. Aber Freya oder ein NPC? Meistens aber Freya da, glaube ich. Allerdings, ja. Ganz ehrlich gesagt, das ist nicht gerade leicht, hier bei diesen Viechern zu verrecken, weil die schaffen in der Regel nur einen Angriff und halt, wenn man die Mithril-Dolche noch trägt, vielleicht zwei. Aber sie machen ja auch nicht viel Schaden. Und 300, 400 HP hat man hier mindestens, bis die das weggezerrt haben. Selbst wenn man dann dumm genug ist, keine Potions zu verwenden, ist extrem unwahrscheinlich. Deshalb finde ich, es ist zwar technisch gesehen ein Kriterium, aber praktisch ist es keine Gefahr. Außer halt man wiped gegen den Zagna, aber dann nimmt es gleich beide Charaktere raus und dann gewinnt Vivi. Hallo Hundi. Wichtig, also wenn man nach Punkten jagt, kann ich euch ein paar Tipps geben. Primär zielt man dann natürlich auf die Isegrimme ab, weil ihr habt gesehen, die sind paar 20 wert. Die sind definitiv die liebsten Ziele. Da muss man also wissen, wo, in welchen Vierteln treten Isegrimme auf. Und möglichst schnell von die alle abgrasen. Ja? Damit man da möglichst schnell seine großen Punkte wiederkriegt. Wie schnell die NPCs sind, ist, glaube ich, eigentlich vorgegeben. Das heißt, man muss einfach immer über einer gewissen Punkte pro Sekunde Quote in Anführungszeichen bleiben. Damit man da dann eine Chance hat. Und ihr seht, so einfach drauf losmachen, Freya steckt mich gerade in die Tasche. Jetzt gehe ich vielleicht kurz in Führung, aber es ist echt nicht leicht, hier zu gewinnen, wenn man nicht sie dann den Zagna Kill gibt. Und das muss man natürlich auch erstmal wissen. Nach diesem Kampf sollte ich mich zügig umdrehen. Das war nicht, was ich meinte. So, ab jetzt kann der Zagna auftauchen. Das muss man halt wissen, weil der tritt nur in diesem einen Screen auf und halt auch nur, wenn man ihn nach dieser Zeit betritt nochmal. Kann auch passieren, dass man den dann bei 2 Minuten findet. Hey, jetzt habe ich sogar noch die Führung gekriegt. Aber die werde ich nicht behalten, glaube ich. So. Hallo, Vivi. Nein, nein, nein. Ach, verdammt. Das ist jetzt blöd, weil das ist jetzt Zeit, die mir für den Zagna fehlen wird. Die ist weg und die kann ich jetzt nicht mit Clown verbringen. Vorausgesetzt, er hat was Hübsches zum Clown. Ich glaube, er hat es. Zumindest für das jetzige Verhältnis, aber ich weiß es halt nicht. Ich weiß vor allem, ich bin so blöd. Toll. Congratulations. Vor allem ist es halt so, dass
ich nicht dafür, dass ich nicht mit Sicherheit weiß, ob dieser Zagna genau die gleichen Werte und Items vor allem hat, wie die, die man später irgendwo bekämpft. Ich weiß nicht mehr, wo die natürlich auftreten. Glaube im Zinnengebirge, aber keine Ahnung. Juhu, Führung. Jetzt aber ab dafür, ey. Los, weg hier. So, da ist er. Ah, die beiden Kinder von der Tantalus. Was für ein Brock. Und da ist unsere unglückliche Liebende. Der Dialog ist allerdings toll. Lass mich den Todesstoß versetzen, für mich geht es um eine Art Verabredung. Du bist schon ein hoffnungsloser Fall. Gut. Also dann hoffen wir das Beste. Wenn ich könnte, würde ich meinen Gruppenleuten Hast geben. Hier mehr als sonst. Aber haben wir halt nicht. Also muss es ohne gehen. Jan ist ganz schön angeschlagen, fällt mir halt mal so auf. So, ihre Techniken. Draco, der Katze keine Sprung. Sie geht in die Luft, bleibt genau eine Runde außerhalb des Bildschirms. Kann nicht anvisiert werden mit irgendwas. Mistgabel, Mitrepfosten. Seht ihr, was ich meine? Der ist echt hart drauf, der Kerl. Also, was der an Items hat. Gut, den Fäustling haben wir schon mal. Die Mitregabel ist mir persönlich nicht so wichtig. Einfach, weil sie für einen Charakter ist, der mir nicht so wichtig ist. Ja. Dann ab dafür. Minus 1. Die gewinnt schon mal nicht. So. Jetzt muss er wieder Zeit abschätzen. Ein Zug. Wie lange dauert das? Wie lange dauert ein Zug? 20, 30 Sekunden. Etwa. Das heißt, einmal kann ich noch klauen. Es ist unwahrscheinlich, dass das Viech mich totkriegt, wenn es nicht nächste Runde per Hand angreift. Oder den Einzelzielblitz benutzt. Hey, perfekt! Ich glaube nämlich, wir können die Items behalten, weil es kein Game Over ist. Ja, perfekt. Das Haus dankt. Vivi gewinnt. Na? Geht doch. Ich persönlich denke einfach, dass das hier das seltenste Ergebnis ist. Man geht in den Kampf und verliert dann. Weil ich denke mal, die meisten Leute, die diesen Kampf überhaupt finden oder ihn nehmen, tun das, weil sie ihn gewinnen wollen und bemühen sich dann entsprechend. Und das Viech haut zwar ordentlich zu, aber es haut nicht so heftig zu, dass man da mit zwei Charakteren nicht gegen ankäme. Nur stellt man sich in die hintere Reihe und die Sache ist locker. Ja. Und deshalb ist das wohl das seltenste Ergebnis und deshalb zeige ich euch das. 136, einen mehr als ich hatte. Nur mal so erwähnen. Theaterschiffkarte und das Meisterschiff zum Ding. Außerdem, Vivi sagt, er wird gleich rot. Dann garantiert das wie so eine Warnlampe. Piep, piep, piep. Ja. Falls dir meine Ähnlichkeit auffällt, ja, Freya stammt aus diesem Land, Promethea. Oh, weia. Tja, kein Date, weder für Vivi noch für sie dann. Hat aber auch, ne?
Dieser Vergleich, das ist immer so gemein. Ich meine, sie haben ja recht, aber... Oh, Vivi tut mir immer so leid. Yippee-yay. Ja. Jeder hat total verständliche Motivationen. Also, gut. Fast jeder. Ach ja, Weißmagier. Für Wortgefechte? Ich hätte eher gesagt für einen Ehestreit, aber gut, das nennt halt jeder anders. Was? Er hat doch ein Tor öffnen? Das muss man öffnen? Ach ja, stimmt ja. Ich glaube, wo wir durchgegangen sind, war gar nicht das Erddrachentor. Das war das Wasserdrachentor. Oder der normale Stadtausgang? Ich habe keine Ahnung. Ich komme jetzt gerade durcheinander. Es gibt jedenfalls mehrere Ausgänge. Das Erddrachentor liegt eine Etage tiefer. Lindblum steht ja am Rand eines Abhangs. Geht ein Stück in diesen Abhang rein und unten. Da geht's Richtung Bomesia, in die Richtung, wo das Fernrohr hinzeigte. Und so weiter. Und hey, bei diesem Fest ist ja sogar sie dann dabei. Uhu. Zünftiges Jägersmahl. Nom nom nom. Nom 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 nom. Gefräßiges Schweigen. Oder Gerede eben. Steiner, du vor allem, du hast lang nicht mehr so gut gegessen. Na gut, wir waren auf Reisen, da gibt's keinen guten Fraß, stimmt schon. Nein, ich kann nichts machen. Steiner ist immer wieder klasse. Immer wieder ein Vollidiot. Der würde einen tollen Hypochonder abgeben. Einen echt tollen. Ich finde es süß. Schaut mal Vivi an. Der schläft einfach so gegen den Tisch gelehnt. Mit der Stirn gegen die Tischkante. Tja.
Kleine ist ganz schön wild geworden. Die drei Großreiche sind Bomesia, Alexandria und Lindblum. Nur mal so zur Erwähnung. Und so teilt sich die Gruppe. Das bleibt auch eine erschreckend lange Weile so. Das mit der geteilten Gruppe. Ich finde, das ist jetzt noch kein böser Spoiler, wenn ich sowas sage. Aber wir werden 10 Wechsel haben, wir werden beide Teile spielen, also ihr müsst jetzt nicht immer auf Steiners Idiotie und die süßen Hintern verzichten, ne? Da macht ihr euch mal keine Sorgen. Ja, Freya, hast du. Und ich glaube, wir tragen da einen nicht ganz kleinen Mitschuld dran. So, und damit haben wir endlich einen neuen Charakter. Freya, die in der hinteren Reihe nichts zu suchen hat, denn sie ist eine Nahkämpferin, eine Vollblut-Nahkämpferin. Und sie ist der zweite Charakter, der schwere Rüstung trägt. Und hat jede Menge Sachen zu lernen. Natürlich gibt es als allererstes für sie Level Up. Die beiden Gruppen teilen sich ein Inventar. Das heißt, wir können Sachen hin und her tauschen und so weiter. Was wir jetzt natürlich allerdings nicht können, ist Steiner Sachen ausziehen, die dann guck mal kurz, ob Vivi hier, wer hier was lernen kann. Tontauben. Ist jetzt natürlich Steiner Sachen ausziehen, um sie Freya zu geben. Das geht nicht. Damit muss man halt leben. Aber ich denke, wir haben gute Helme, wir haben den neuen Handschuh. Gut, wir haben keine, wir haben den Bronze-Kürass nicht, aber ich denke, darüber kann man hinwegsehen. Vivi muss ich noch gut ausrüsten. Was uns fehlt, ist ein neuer Stab. Vivi! Irgendwas, was den Zauber erhöht? Nee, leider nicht. Kriegt er einen von den Xutos-Hüten wegen der Death? Oi, und ein tolles neues Magierkleid. Ja, Vivi trägt jetzt ein Kleid. Wer will, darf gerne lachen. Gottchen. Drachen immensen Schaden zu. Ich weiß gar nicht, wie oft es überhaupt vorkommt, dass man Drachen begegnet. Blind, Gift und Toxitus verhindern. Ihre Waffe hat keine Zustandsveränderung. Bodyguard ist im Prinzip so wie Cavalier, bloß für alle Charaktere. Lassen wir es so. Vor allem Freya hat jetzt natürlich sehr viel zu lernen, aber der Vorteil ist, dass ihre Ability